Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Control mit mir, dem Ralf, und wir haben in der letzten Folge Zugang zur Hotline bekommen. Und haben schon einige interessante Infos bekommen, die uns aber, zumindest bei mir, nicht so ganz wirklich zu Antworten führen, sondern eher noch zu noch mehr Fragen. Wie es jetzt weitergeht, müssen wir jetzt mal gucken. Also, das heißt jetzt, wir sollen zurück zu uns, zu der Marshall, und da gehen wir jetzt mal hin. KD linksrum Sitzungszimmer. Oh, hier gibt's hier einen Stufe 1 Raum? Hier gab's doch einen Stufe 1 Raum. Den wollte ich mir zuerst noch angucken. Geht der nicht? War der unten? Boardroom, da muss ich rein. Da will ich aber noch nicht rein. Die arbeiten alle schon wieder. Da. Hallo. Objekte der Macht sind einzigartig in ihren Fähigkeiten. Bestimmten Individuen paranatürliche Fähigkeiten zu verleihen. Wir nennen diese Individuen Para-Autiler... Was? Para-Utiliazierer. Da kann man das nicht auch anders... Naja. Übernatürliche, sag ich jetzt mal. Also das ist mir zu kompliziert. Die Potenz der Fähigkeiten hängt von Übernatürlichen ab. Anhand des Beispiels von Objekten der Macht sieht man, dass es einige Übernatürliche gibt, die einen Wurfdistanz von erreichen, während andere nur fähig sind. Ja, es ist unbekannt, was genau die paranatürliche Kompetenz eines Individuums bestimmt, aber es wird gemeinhin angenommen, dass ein wenig im Körper vorhanden ist und dass es wie alle Muskeln trainiert werden kann. Um meine Analyse fortzusetzen, habe ich offiziell Zugang zu dem Northmore-Akten beantragt, da er die fähigste Übernatürliche ist, den die Behörde je gesehen hat. Dr. Darling hat den Antrag noch nicht stattgegeben. Northmore ist der Stärkste. Er hat auch was gegen den Director. Es wurde ein Verrat begangen. Steckt er hinter all dem? Oder ist es jetzt einfach nur zu simpel, um verleitet uns jetzt quasi auf diesen Schlussfolgerung? So. Dann hatten wir hier unten noch was mit Stufe 1 oder hatten wir hier unten nichts? Stufe 3. Da haben wir die rausgeholt. Okay. Jesse, hast du die Hotline? Wie ist es da draußen? Kommunikation? Das Zischen? Ach, sorry, ich bin nur froh, dass du da bist. Ja, Pop. Emily? Lass uns reden. Natürlich. Erstmal lesen. Analyse der Zisch-Eroberung Teil 1. Vertraulich. Erste Begegnung mit dem als das Zischen bekannte Wesen haben mehrere Fakten über sein Verhalten offenbart. Vor allem ist das Zischen in der Lage, in Kontrollpunkten gewandelte Objekte und sogar Menschen einzudringen oder diese zu befallen und so ihr Verhalten drastisch zu ändern. Interessanterweise ist keine Person mit einem übertragbaren HRV-Geräte, die Dr. Darling in den letzten Wochen verteilt hat, von dem Befall betroffen. Die einzige bekannte Ausnahme ist die neue Direktorin Jessie Faden, die eine inhärente Immunität gegen das Zischen besitzt. Das könnte darauf hindeuten, dass sie bereits befallen ist, aber ihr Verhalten unterscheidet sich so deutlich von den anderen Zischern, dass ich diese Theorie verworfen habe. Meine letzte Beobachtung stammt von Miss Faden persönlich.
Sie ist in der Lage, Materialien und Organismen vom Befall durch das Zischen zu reinigen. Wir haben diese Fähigkeit in einem befallenen Wesen getestet, doch leider scheint der Wirt Prozess nicht zu überleben. Vielleicht wird die Psychologie des Wirts vom Zischen abhängig. Und steht mir Arbeit bevor. Vollständige Berichte in Akte hast du nicht gesehen. Wir befallen? Möglich. Wissen Sie ja nicht von dem Original-Zwischenfall von früher. Der spielt hier garantiert noch eine Rolle. Ich habe die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich. Was sagt er? Er sprach über sein Management-Team. Leute, die die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss, Darling, Tomasi. Aber den hat das Zischen erwischt. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist zäh, ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangern in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte. Die anderen Sektoren. Wie komme ich dahin? Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren, aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne überwunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jesse, schau mal, du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Und das Zischen kann dir scheinbar nichts anhaben. Also, ich würde liebend gern ein paar Tests mit dir machen. Wenn du einverstanden bist, natürlich. Vielleicht finden wir etwas, das uns helfen könnte. Tests? Ich weiß nicht. Sie könnte dich entdecken. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft. Spitze, ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und ich suche einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben. Ist das das alte Haus von außen? Der Hausmeister. Warum wird... Hä? Okay. What the... What the shit? Oh. Erstmal noch mal reden. Hi Jesse. Gibt's was Neues, was ich reden kann mit dir? Ja, das habe ich alles schon mit dir geredet. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Das hat sich alles schon. Geschaut. Haben wir alles schon gelegt oder gelabert mit ihr. Hast du das? Singt er hier? Wo kommt das her? Gesang. Klingt, als kommt es aus dem Aufzug. Es heißt, Trench wurde erschossen. Die Lage verschlimmert sich. Vor ein paar Wochen sah ich, wie Trench und Darling sich stritten. Trench war richtig wütend. Sei nicht albern. Was hätte der Musterknabe der Behörde davon, den Boss zu töten? Oh, Astralwerkstatt. Modifikationen an Waffe oder an uns machen? Gut, wir haben ja ein paar Punkte. Da können wir mal gucken, was wir so investieren.
Du kannst eine zufällige Waffenmodifikation herstellen. Aus den unterschiedlichen Materialien. Hier die Waffe. Na, dann sparen wir für die Waffe. Die upgraden können. Also das ist mal mehr Leben. Auf jeden Fall. Was ist das? Mehr Energie. Schaden durch Schleudern. Hier erstmal voll auf Leben, hey. Schaden machen, okay. Zusätzliche Waffen vorm Platz. Oh, geil. Es braucht 3 Punkte. Wir haben keine mehr. Okay. Irgendwas haben das. Sind so. So Quests, wo ich dann was krieg. Da brauche ich nicht unbedingt. Map. Wir wollten sowas sagen. Ja gut. Nehmen wir halt alles an. Kann ich nicht mehr wie 3 aufnehmen? Was soll denn das für ein Kack? Zeit für Arbeit. Wir treffen uns in der Wartung. Aha. Wie gesagt, der Hausmeister ist freundlich. Es ist einer. Sektor ist das Reich des Hausmeisters. Wenn ich Adi hier finde, kann er mir helfen, die Überbrückung zu erreichen. Vielleicht hast du mich trotz der Quarantäne in das älteste Haus gebracht. Vielleicht war es Adi. Er hat wohl den Aufzug erscheinen lassen, der mich in Trenches Büro brachte. Hilft Adi mir auch? Ich denke, das sehen wir. Stufe 2 haben wir nicht. Oh, ein geschwatzter Bereich. Der Überbrückungsschalter des Direktors ist da, im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Ich hätte ja hier einen zweiten Platz. Kopfschaden. Feuerrade.
Kopfschaden. Wir haben eine zweite Waffe? Hä? Kommt noch. Und ich muss öfters mal meine Psycho-Fähigkeiten nutzen als nur die Waffe. Da brauche ich aber noch ein bisschen, bis ich das so oder geht das mit der Taste, mit dem Controller besser. Testen wir mal. Hoppala. Sorry, der Controller war hinter. Also da ist das. Okay, da ist das. Ipsen. Da ist der Schlag. Das Rennen. Der Überbrückungsschalter des Direktors ist da. Im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Das hat er sich gemerkt. Das ist mit Maus einfach besser. Bam. Wo kommst du her? Jetzt muss ich mir überlegen, ob es auf E oder V war, verdammt. Aber unterm Strich ist das ohne Controller einfacher. Dann muss ich die Tasten mal... Muss ich mal umbelegen. Das ist langsam nicht komplexer. Den hauen wir hier hin. Ja, passt. Nutzen F ist gut, Schild ist Q. Schleudern E. Das muss ich mir mal angucken, wo wir das dann hinsetzen. Ah, Stufe 5 gibt's auch noch. Der Überbrückungsschalter des Direktors ist da, im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Okay, Granaten kann ich so nicht zurückschmeißen.
Bam. In your Fresse. Oh, hier können wir einen Kontrollpunkt reinigen. Deshalb war hier so viel los. Habe ich jetzt genug von den Dingern? Was, zwei Waffen? Ja, bla. Ah. Und jetzt hier wechsle ich die Waffen. Warum wechsle ich? Das haben wir. Das stand jetzt aber auch nirgendwo. Bam. Ja, das haut drin. Wo ist er denn? Voll weggefetzt. Geil. Wollten wir noch mal looten. Dann brauche ich Stufe 4. Da hatte nix. Hier?
Schleudereffizienz. What the fuck? Oh, hier wird mir echt übel. Ein Objekt der Macht. Wie ist es wohl hier? Ein Karussellpferd. Warum sind Kindersachen immer so gruselig? Das frage ich mich auch. Was macht das Ding hier? Doppeltöpfen kann man noch nicht. Okay. Also ausweichen. Ich sehe nichts. Die Pyramide. Die was? Die Pyramide. Was ist eine Pyramide? Die schwarze Pyramide in der Astralebene. Strahlebene? Astralebene. Sie ist groß, weiß
und ganz leer. Oder vielleicht nicht? Hä? Es ist eine total irre Dimension. Das Weiß ist endlos. Weiß, man kann sich aber in den ganzen vielen Weiß total verlieren und nie wieder heimfinden. Ich vermisse mein Zuhause. Mega creepy. Alter. Mega creepy. So auf Kinder getrimmt. Und dann noch sowas. What the fuck? Okay. Dann geht's zur nächsten Mission oder nächsten Folge zum Hausmeister. Und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst ja, liken, subscriben, dabei verteilen, wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, die Notation aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, wenn was bei uns abgeht, habt ihr noch den Twitter-Account, für den ihr mir eine Follow drücken könnt und auf alle Feeds-Anzeigen einstellen solltet, dann solltet ihr eigentlich safe sein und immer mitbekommen, wann, wie, wo, was bei uns so abgeht. In der Hinsicht bis zur nächsten Folge, bis denn dann, tschüss!